habe ich an dieser gleichen Stelle gestanden, auch mit Herrn Müller-Milano, und habe 150 Zirkusfreunde aus ganz Deutschland begrüßt, weil wir unsere Jahrestagung in Dresden hatten und eingeladen waren zum Dresdner Weihnachtszirkus. Dafür noch damit einen der erfolgreichsten traditionellen Weihnachtszirkusse, die wir in Deutschland haben, zu denen wir als Zirkusfreunde wirklich aus ganz Deutschland angefahren kommen. Auch heute Abend gibt es Leute aus Bremen und aus Freiburg und den Artisten, die dazugehören, gibt es nicht mehr ganz so viele in Deutschland. Und dieser hier in Dresden ist einer der schönsten und erfolgreichsten. Vielen Dank. Ich bin stolz, dass ich diese Auszeichnung erhalten habe. Und ich verspreche Ihnen auch weiterhin, dass wir in Dresden den Zirkus immer wieder das Niveau halten werden und immer wieder verbessern werden und auch Zirkus mit Tieren machen werden, die eine besonders gute Tierhaltung bei uns haben, und Zirkus mit artgerechter Tierdressur werden wir immer anbieten, solange Sie sie möchten. Diese Auszeichnung ist natürlich nicht eine Leistung eines Einzelnen allein, denn wir sind ja über 200 Mitarbeiter, die ich beschäftigt habe, die überall ein kleines Rädchen drehen, damit dieser große Apparat funktioniert. Und wir sind sehr stolz, dass wir zu den Zirkussen gehören, die jedes Jahr noch einen draufgelegt haben. Und wir werden es auch in Zukunft so machen. Wir werden immer wieder versuchen, besser zu sein. Und natürlich ist für Dresden eine alte Zirkusstadt auch wieder sehr schön, dass man festen, also einen guten Zirkus haben wir. Und Zirkus, Mittelmaß, darf es heute nicht mehr machen. Also sehen Sie, dass mein Weg, den ich gegangen bin, richtig war. Zirkus vom Feinsten, und die Besucher kommen, wir haben nur ausverkauft. Andere Zirkusse gehen kaputt, sterben, gehen pleite. Und wir, hoffentlich geht es weiter so, gehen den Weg immer weiter nach oben und versuchen jedes Jahr noch einen draufzulegen. Wir haben es bis jetzt geschafft und dank auch Ihrer Hilfe, denn ohne Sie, ohne die Dresdner, ist so ein Zirkus zu stemmen gar nicht möglich. Denn die Kosten, die heute ein Zirkus hat, das ist immens, die Steigerung der Kosten von Jahr zu Jahr. Aber die haben wir nicht verlassen. Sie haben immer wieder gedacht, den Zirkus kann man weiterempfehlen. Wir kommen, und das ist natürlich auch ein großer Fund, den wir haben, dass wir schon im Januar Vorverkauf machen über Internet und schon im März fast alles ausverkauft ist, obwohl Sie noch gar nicht wissen, was ich im Programm bringe. Aber Sie vertrauen uns, dass wir jedes Jahr ein sehr gutes und bestes Programm Ihnen zeigen werden. Und das bleibt auch in Zukunft so, solange ich die Hand noch drauf habe. Und dieser Stock, das ist kein Alterszimmerlein, das ich hier, sondern ist mir der Gabelstab nur über den Fuß gefahren. Aber das vergeht auch. Ich bin auch froh, dass ich schon ohne Rollstuhl gehen kann ein bisschen. Und ich denke mal, das ist in einem halben Jahr schon alles vergessen. Und kann ich mich wieder voll ins Zirkus rein knien. Denn wir sind ja schon wieder am 8., wir spielen bis zum 5. Am 8. ist schon der Flieger wieder im Gange, da fliegen wir nach Monte Carlo, dann geht es nach Brasilien, dann geht es nach Argentinien und auch nach Kanada. Weil wir wollen natürlich versuchen, jetzt schon wieder die besten Darbietungen für Sie raus, denn Sie sollen das sehen, was Weltniveau und was das Beste ist. Und kein Zirkus Mittelmaß, weil den möchte ich nicht machen. Wenn ich das machen muss, dann höre ich auf, dann gehe ich wirklich in Rente. Aber das wird nicht passieren, denn Sie sind unsere tollen Besucher und Sie schätzen das auch und Sie kommen auch und applaudieren uns, und mit diesem Fund kann ich hungern und freue mich jedes Jahr wieder neu auf den Weihnachtszirkus und die Programme zu gestalten. Und das ist natürlich eine Arbeit, die ganze Jahr vorweg schon, aber es macht Spaß, und dann den Erfolg, den wir haben, das zeigt es ja, ist eigentlich in Europa oder auf der Welt jetzt zurzeit einmalig, weil Zirkus ist sehr schwer zu machen, weil viel behauptet wird ja mit den Tieren.